Erschütternde Szenen vor dem Hauptbahnhof von Ankara nach den Explosionen. Rettungskräfte bringen schwer Verwundete ins Krankenhaus. Hier hatten sie sich am Morgen zu einer Friedenskundgebung versammelt. Ihre Fahnen bedecken jetzt die Körper der Toten. Es sollte eine Demo geben. Ich lief neben einem Demonstrationswagen. Genau dort gab es eine Explosion. Wir lagen auf dem Boden, dann detonierte eine zweite Bombe. Es gab zwei Bomben, aber die, die hier explodierte, war sehr heftig. Diese Demonstranten bereiteten sich noch kurz vor dem Unglück mit einem Tanz auf die Kundgebung vor. Nach der Explosion Chaos. Zur Verzweiflung kommt hinzu, dass Polizei mit Tränengas und Schüssen in die Luft versucht, die Menschenmenge aufzulösen. Zehntausende Menschen wurden zur Kundgebung erwartet, um gegen die Gewalt zwischen Regierungstruppen und kurdischen Kämpfern zu protestieren. Pro-kurdische Organisationen, darunter die politische Partei HDP, hatten dazu aufgerufen. Die Partei hat es dieses Jahr erstmals ins türkische Parlament geschafft. Danach gab es mehrere Angriffe auf ihre Parteibüros. Auch hinter diesen Bomben vermuten türkische Behörden gezielte Anschläge von Selbstmordattentätern. Der türkische Präsident Erdogan sagte, dass er den Terrorangriff scharf verurteile und rief zur Solidarität auf. Das Land steht kurz vor den Wahlen. Seit dem Zerfall des Waffenstillstands zwischen der Regierung und der verbotenen Arbeiterpartei PKK im Juli hatte es eine Welle der Gewalt gegeben. Trotz der Anschläge gab die PKK-Führung heute bekannt, dass sie bis zu den Wahlen Angriffe auf den Staat aussetzen würde.